Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Dies ist der 22. Teil der Serie Ehemalige RAF-Mitglieder und was machen sie heute? Im Prinzip sind wir alphabetisch gesehen damit auch am Ende dieser Serie. Allerdings wird es noch ein Einzelvideo zu Ulrike Meinhof geben. Und ein Video, wie es aktuell in den Fällen Daniela Klette, Straub und Garwig aussieht. In Teil 22 beginnen wir mit Rolf Clemens Wagner. Dieser wurde am 30. August 1944 in Hohenelbe geboren und starb am 11. Februar 2014 in Bochum. Er war ein Terrorist der zweiten Generation. 1985 wurde er wegen der Ermordung von Hans-Martin Schleyer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. 2003 wurde er begnadigt. Rolf Clemens Wagner war Sohn eines Zahnarztes. Nach seinem Abitur studierte er ab 1964 Volkswirtschaft in Hamburg, Bochum und Frankfurt, aber ohne je einen Abschluss zu machen. In der Folge arbeitete er als kaufmännischer Angestellter bei verschiedenen Firmen im Frankfurter Raum, unter anderem bei Neckermann Reisen. 1971 wurde er exmatrikuliert. Wagner war Mitglied des Kommandos Siegfried Hausner, das am 5. September 1977 Hans-Martin Schleyer entführte und später mit drei Kopfschützen ermordete. Stefan Aust vertritt in seinem Buch Der Baader-Meinhof-Komplex die Meinung, dass nach der Analyse der Aussagen der anderen Mitglieder des Kommandos Siegfried Hausner sowie mit Hilfe des Ausschlussverfahrens Wagner am wahrscheinlichsten als unmittelbarer Mörder Schleyers in Frage kommt. Am 11. Mai 1978 wurde Wagner zusammen mit Brigitte Mohnhaupt, Sieglinde Hoffmann und Peter Jürgen Brok in Jugoslawien nach einer BKA-Zielverhandlung verhaftet. Trotz politischen Drucks der Bundesrepublik Deutschland entschied das Belgrader Kreisgericht am 17. November, dass die Verhafteten aus Mangel an Beweisen nicht ausgeliefert werden dürfen. Vorher hatte die Bundesrepublik Deutschland die Auslieferung von Exilkroaten an Jugoslawien verweigert. Die vier RAF-Terroristen konnten in ein Land ihrer Wahl ausreisen. Sie flogen zunächst nach Aden im Jemen und tauchten dort sofort wieder unter. Gemeinsam mit Susanne Albrecht und Werner Lotze verübte Wagner am 25. Juni 1979 in Oburg bei Mons in Belgien einen Sprengstoffanschlag auf den Dienstwagen von NATO-Oberbefehlshaber General Alexander Haig. Bei diesem blieb Haig unverletzt. Am 19. November 1979 überfiel Wagner in Zürich zusammen mit drei weiteren RAF-Mitgliedern eine Filiale der Schweizerischen Volksbank. Er wurde nach einer Schießerei in Schopfwil, bei der eine 56-jährige Passantin getötet und ein Beamter der Stadtpolizei Zürich schwer verletzt wurde, noch am gleichen Tag in der Züricher Innenstadt verhaftet. In der Schweiz wurde er wegen dieses Banküberfalls und des anderen verübten Mordes 1980 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach der Auslieferung Wagners an die Bundesrepublik Deutschland wurde das Schweizer Urteil in Deutschland weiter vollstreckt. Wagner wurde von der Bundesanwaltschaft wegen zahlreicher Verbrechen angeklagt. Insbesondere legte man ihm die Ermordung von Hans-Martin Schleyer am 18. Oktober 1977 zur Last. Am 13. März 1985 wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. In einem weiteren Prozess 1993, der durch umfassende Aussagen von Werner Lotze unter Anwendung der Kronzeugenregelung möglich geworden war, wurde Wagner wegen des Attentats auf NATO-General Haig zu 12 Jahren Haft verurteilt. Unter Berücksichtigung der beiden bereits rechtskräftigen lebenslangen Haftstrafen verhängte das Gericht erneut eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe, stellte dazu aber die besondere Schwere der Schuld fest, was die vorzeitige Entlassung auf Bewährung nach 15 Jahren ausschloss. 2003 wurde Wagner von Bundespräsident Johannes Rau begnadigt und am 9. Dezember 2003 nach insgesamt 24 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Zuletzt saß er in der Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt. Im Oktober 2007 verteidigte Wagner im Interview mit der Tageszeitung Junge Welt die Entführung von Hans-Martin Schleyer.
Manche Ergebnisse unserer Überlegungen bleiben auch aus heutiger Sicht richtig. Wie die Entscheidung, Hans-Martin Schleyer zu entführen. Die Entführung der Landshut hingegen sei aus heutiger Sicht die schlimmste Entscheidung gewesen, an der er beteiligt war. Politiker von Union und FDP waren entsetzt über die Verhöhnung der Opfer. Was er in der Zeit nach seiner Begnadigung gemacht hat und woran er gestorben ist, darüber gibt es keine konkreten Informationen. Kommen wir zu Ulrich Wessel. Geboren am 9. Januar 1946 in Bielefeld, gestorben am 25. April 1975 in Stockholm. Wessel, der Sohn eines Kaufmanns und Millionärs, beteiligte sich am 24. April 1975 an der Aktion des Kommandos Holger Mainz, der Geiselnahme von Stockholm. Bei der versehentlichen Explosion einer vorbereiteten Sprengladung kam Wessel ums Leben. Im Mai desselben Jahres wurde er dann auf dem Johannesfriedhof in Bielefeld beigesetzt. Im Jahr 1991 wurde am Tatort des Mordes an Detlef Rohwedder unter anderem ein Bekennerschreiben des RAF-Kommandos Ulrich Wessel gefunden. Dann kommen wir zum letzten heutigen Kandidaten, und zwar ist das Stefan Werner Wisniewski. Der wurde am 8. April 1953 in Kloster Reichenbach bei Freudenstadt geboren. 1981 wurde er wegen Mordes, erpresserischen Menschenraubs in Tateinheit mit Geiselnahme, räuberischer Erpressung, Nötigung eines Verfassungsorgans und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, eben der RAF, zu zweimal lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt und 1999 auf Bewährung entlassen. Stefan Wisniewski war Sohn oder ist Sohn eines während des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland verschleppten polnischen Zwangsarbeiters. Er brach eine im August 1968 begonnene Lehre als Elektroinstallateur in Bayersbronn ab und arbeitete dann als Maschinist zur See. 1969-1970 erfolgte eine Unterbringung in einem Heim wegen Erziehungsschwierigkeiten. 1974 beteiligte er sich an der Besetzung des Hamburger Büros von Amnesty International, ein Jahr später an der Geiselnahme von Stockholm. Letztere passierte in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ziel war die Freipressung von 26 inhaftierten Mitgliedern der RAF. Während des Deutschen Herbstes 1977 war er an der Entführung und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer beteiligt. Am 11. Mai 1978 wurde Wisniewski am Flughafen Paris-Orly festgenommen und an die Bundesrepublik ausgeliefert. Nach einem langen Prozess wurde er vom Oberlandesgericht Düsseldorf am 4. Dezember 1981 wegen Mordes, erpresserischen Menschenraubs in Tateinheit mit Geiselnahme, räuberischer Erpressung, Nötigung eines Verfassungsorgans und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu zweimal lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Und am 1. März 1999 wurde die Haftstrafe unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt und Wisniewski aus der Justizvollzugsanstalt Euskirchen entlassen. In einer ARD-Reportage zum 30. Jahrestag der Entführung Schleyers sagte Peter Jürgenburg 2007 aus, ihm sei erzählt worden, Wisniewski habe zusammen mit Rolf Heißler die Todesschüsse auf Schleyer abgefeuert. Die Bundesanwaltschaft ging lange davon aus, dass neben Wisniewski Rolf Clemens Wagner an der Ermordung Schleyers beteiligt war. Von den seinerzeit unmittelbar an der Ermordung Schleyers beteiligten RAF-Mitgliedern hat sich bis heute niemand über den konkreten Tathergang oder die Fahrt mit der Geisel von Brüssel über die belgisch-französische Grenze geäußert. In dem preisgekrönten Dokumentarfilm Schleyer von 2003 von Lutz Hachmeister äußerte Wisniewski lediglich: In dieser Situation hätten wir es als ungerecht empfunden, wenn nach all dem er, der nie für seine Nazizeit bezahlt und Rechenschaft abgelegt hat, wenn gerade er freikommt. Der Spiegel berichtete in seiner Online-Ausgabe am 21. April 2007, dass das frühere RAF-Mitglied Verena Becker bereits Anfang der 80er Jahre Wisniewski als Mörder von Siegfried Buback genannt habe, was von Boog später bestätigt sei. Demgegenüber weist Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung in deren Online-Ausgabe am 23. April 2007 darauf hin, dass keinerlei kriminaltechnische Beweise vorliegen und dass darüber hinaus Boog im Bundeskriminalamt als unglaubwürdig gelte. Ja, der wird auch generell als Talkshow-Terrorist bezeichnet,
weil er einfach wirklich gerne seinen Kopf in die Kamera hält. Wisniewski hat gegenüber den Behörden nie ausgesagt. Am 25. April 2007 leitete Generalbundesanwältin Monika Harms ein Ermittlungsverfahren gegen Wisniewski ein. Am 8. April 2010 wurde über die Becker wegen des Verdachts einer Beteiligung am Mordanschlag auf Buback und seine beiden Begleiter angeklagt. Am 27. September 2010 meldete Spiegel Online, dass entsprechend den Angaben der ehemaligen RAF-Mitglieder Silke Meyer-Witt und Burg in einem Interview mit Spiegel TV Wisniewski der Mörder Buback sei. Gegenüber Welt Online dementierte Meyer-Witt aber, dies gesagt zu haben. Seit seiner Haftentlassung 1999 lebt Stefan Wisniewski in Köln. Aus einem Artikel der Welt von 2007 geht hervor, dass er nach seiner Haftentlassung 1999 von Hartz IV und Gelegenheitsjobs gearbeitet hat. Ob er das heute noch macht, eher unwahrscheinlich, denn er dürfte jetzt fast 71 Jahre alt sein, beziehungsweise er ist dann vor ein paar Tagen am 8. April 71 Jahre alt geworden. So, das war's erst einmal mit der Serie. Wie schon gesagt, es kommt noch ein einzelnes Video zu Meinhof und dann noch ein Video zur aktuellen Situation. Klette, Schaub, Garwick. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!